ist so weich. Und deine blonden Haare duften so gut. Und dein hübsches Gesicht. Und den schönsten Augen der Welt. Meine Augen gefallen dir? Die sind so strahlend grün. Grün? Ich hab blaue Augen. Bist du blind? Wieso grün? Ich meine ja auch blau. So super blaues Blau. Wie lange sind wir schon zusammen? Jetzt genau. Oh, wir sind genau seit 4 Jahren und 2 Monaten zusammen. Und der weiß noch nicht mal, welche Augenfarbe ich habe. Ja, ich meine, gut, da habe ich jetzt mal nicht aufgepasst. Sonst weiß ich natürlich alles über Eva. Schließlich sind wir ja auch schon genau recht lang zusammen. Ja, also soll sie mich ruhig testen, wenn sie will. Kann er haben. Ich habe Olli so einen Wie-gut-kennen-Sie-Ihren-Partner-Test aus dem Internet mitgebracht. Er hatte alle 49 Fragen richtig. Das hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Hi, Sandy. Eva will, dass ich einen Test mache. Hä? Was denn für ein Test? Ja, du musst mir helfen. Du bist doch ihre beste Freundin. Okay, wie viel? Also, welche Kleidergröße trägt ihre Freundin? 36. Oh, ich wünsche, die hätte ich auch. Weiter. Wie heißt ihr Lieblingsteddy? Meiner? Sandy, bitte. Wuschel. Evas Teddy heißt Wuschel. Was für eine Frage. Masturbiert ihre Freundin? Natürlich nicht. Na klar. Und selbst die intimsten Details wusste er. Olli kennt mich viel besser, als ich dachte. Warum ziehst du denn schon wieder so ein Gesicht? Ich zieh doch gar kein Gesicht. Ich sehe doch, wenn du ein Gesicht ziehst. Dafür kennen wir uns wirklich gut genug. Ja, manchmal zu gut. Wie zu gut? Was soll das denn jetzt heißen? Das heißt, dass ich über dich Dinge weiß, die ich gar nicht wissen will. Ach ja. Und die wären? Zum Beispiel, welche Faltencreme du benutzt und wo die entsprechenden Problemzonen sind, nämlich... Untersteh dich. Entschuldigung, ich wollte lediglich unter Beweis stellen, wie gut ich dich kenne. Manchmal zu gut. Meine Rede. Das Schönste, was Füße tun können, ist tanzen. Kermit der Frosch. Ich tanze so gerne, aber Olli kannst du echt vergessen. Ach Quatsch. Oh, das ist mein Lieblingssong. Komm, wir gehen tanzen. Komm, Olli. Ich tanze immer. Nur nicht immer, wenn du willst. Ja, nee, ist klar, Olli. Außerdem, wo ist dein Problem? Ich hab den Abend doch noch getanzt. Das ist das Problem. Du tanzt nur, wenn du besoffen bist. Aber dafür noch verdammt gut. Vergiss die Patienten. Jetzt bist du ja hier. Du hast dir aber viel Mühe gegeben. Nur für dich, mein Schatz. Entschuldigung. Darf ich bitten? Encore. Marco, ich kann nicht mehr. Was? Wieso? Was ist los? Du trittst mir mit jedem Schritt auf den Füßen rum und das tut mir nicht weh. Echt? Ja. Du bist der schlechteste Tänzer der Welt. Aber du fixst gut. Komm. Wie bitte? Ich stehe den ganzen Abend in der Küche rum, putze, koche, bereite alles vor und du willst nicht mal probieren, sondern gleich in die Kiste? Für wen hältst du mich eigentlich? Was? Du hast doch sonst kein Problem damit. Ja, aber hier geht's mal ums Prinzip. Ich tanze doch nicht mit dir rum, nur um dich ins Bett zu kriegen. Um ein Haar wäre ich drauf reingefallen. Mistkerl. Komm. Also schon sehr anstrengend, also immer die. Tillmann, tanzt du eigentlich? Tillmann und Tanzen, wie nennst du das noch gleich? Tillmann meint, Tanzen ist Freizeitvergnügen für Schwachsinnige. Also ich tanze ja sehr gern. Ja, du natürlich ausgenommen. Ich entspanne halt lieber intellektuell. Quatsch, du bist einfach viel zu verklemmt. Erotische Bewegungen machen dir Angst. Deshalb kannst du nicht tanzen, aber ich habe mich damit abgefunden. Ja, ich lese halt lieber.
Mal kann ich tanzen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Tanzen. Zillmann, du musst nachher im Schlafzimmer unbedingt weiter tanzen. Tillmann, zieh jetzt aber endlich diesen Anzug aus. Singles gehen in den Supermarkt, um einzukaufen. Paare, um sich zu streiten. So, das haben wir schon. Oh, das dauert wieder. Sag mal, kannst du deine eigene Schrift nicht lesen? Ich will nur nichts vergessen. Wenn was fehlt, dann bist du wieder der Erste, der sich aufregt. Ich stell mich schon mal an. Hey, wir sind aber noch nicht fertig. Glauben Sie es oder nicht, so ist das jedes Mal. Kaum sind wir im Supermarkt, steht Olli schon schön an der Kasse. Wie soll ich denn da in Ruhe aussuchen und die Preise vergleichen? Das ist angewandte Einkaufspsychologie. Wenn ich nicht ein bisschen Druck mache, dreht Eva jede Haarspraydose dreimal um und wir kommen da nie raus. Aber ich lasse mich nicht mehr unter Druck setzen. Muss Olli eben warten. Moment, da kommt noch was. Ich warte noch auf meine Freundin. Nee, die ist sicher gleich da. Also sofort, hoffe ich. Die hat nämlich auch das Geld, wissen Sie? Also sagen wir das nicht. Da sind noch andere Leute da, ja? Ja, okay. Ich denke, du wolltest dich schon anstellen. So kann das ja noch ewig dauern, bis wir hier rauskommen. Supermärkte sind nicht meine Welt. Also, ich schätze den persönlichen Kontakt, die Beratung, das bekomme ich halt nur bei uns auf dem Wochenmarkt. Ne? Da ist das Einkaufen auch noch eine sinnliche Erfahrung. Aber davor verschließt Andrea die Augen. Wunderbar. Andrea, riech mal. Tillmann. Noch einmal. Jetzt nimm mir endlich das Unkraut aus dem Gesicht. Das ist Rosmarin, du Kräuterbanause. Und das ist ein Wasserkasten. Und das nächste Mal gehen wir zusammen zum Supermarkt, hm? Okay. Macht ja doch Spaß, im Supermarkt einzukaufen. Irgendwann, wenn mal keiner guckt, bringe ich ihn um. Erst so viel einkaufen und dann schlapp machen, ja? Dass ich nicht lache. Okay. Wer zuerst am Auto ist? Ist doch albern. Außerdem weißt du doch bestimmt nicht mehr, wo unser Wagen steht. Natürlich weiß ich, wo unser Wagen steht. Ich bin ja keine Frau. Da vorne an der Säule. Danke. Der Ausgang muss auch einstecken können. Au. Ah. Sieh, wer das? Au, Marco, der Knöchel. Das tut so weh. Es tut mir leid, Scheiße, das wollte ich nicht. Du kannst einfach nicht verlieren. Ich übrigens auch nicht.